Hallo an alle kreativen Köpfe da draußen. Ich hätte eigentlich der Jasmin bei den kreativen Workshops geholfen. Und damit das Kreative jetzt nicht auf der Strecke bleibt, habe ich mir überlegt, ein bisschen kreativen Content für online zu erstellen. Ich habe zwei Workshop-Guides gemacht. Einmal zum Thema Grundlagen für Handlettering und einmal zum Thema Schmuckelemente. Und ich will euch in dem Video ein bisschen was dazu erklären, damit ihr das einfach selber zu Hause auch machen könnt. Ich bin eigentlich überhaupt nicht dafür ausgerichtet, so Videos zu drehen. Also, ich habe kein professionelles Equipment oder so. Bitte verzeiht mir, dass die Qualität nicht so gut ist. Ich hoffe, es reicht, dass ihr alles erkennen könnt und dass, ja, dass ihr einfach jetzt versteht, was ich euch erklären möchte. Und genau, ich fange einfach mal damit an. Wer vielleicht noch nie was von Handlettering gehört hat oder nicht so genau weiß, was das eigentlich ist. Handlettering ist einfach ausgedrückt die Kunst der schönen Buchstaben. Es ist so ein bisschen ähnlich wie Kalligrafie, das kennen wahrscheinlich alle von euch. Nur einfach moderner und mit anderen, neueren Schriftarten und auch mit anderem Material als Kalligrafie. Dann kann man zum Beispiel solche Sprüche gestalten. Oder auch Glückwunschkarten zum Geburtstag kann man damit selber machen. Und ja, es ist einerseits für einen selber ein schönes Hobby, zumindest für mich. Ich mache das jetzt seit ein paar Jahren. Andererseits freuen sich auch die meisten Leute immer sehr, wenn man ihnen was Selbstgemachtes schenkt. Also ihr könnt einmal einen Guide zum Thema Grundlagen herunterladen. Und ja, ein Workshop macht ja eigentlich aus, dass man miteinander interagieren kann, dass ihr Fragen stellen könnt. Weil das ja jetzt nicht so in der normalen Form möglich ist, habe ich hier auch meine E-Mail-Adresse draufgeschrieben. Da könnt ihr mir schreiben, um Fragen zu stellen. Oder ihr könnt mir auch auf Instagram schreiben, wenn euch das lieber ist. Dort findet ihr mich unter laura-jana-v. Also wenn ihr ähnliche Fragen habt zum Material, zum Vorgehen, wie was funktioniert, scheut euch nicht. Ich beantworte das gerne, soweit ich kann. Ich bin natürlich kein professioneller Handlettering-Künstler. Da gibt es viel professionellere, die auf Instagram unterwegs sind, die Bücher veröffentlicht haben. Also wenn ihr euch dafür mit noch mehr interessiert, schaut gerne auch rum, was ihr sonst noch findet. Das hier ist einfach das, was ich jetzt so meistern konnte. Ist nicht perfekt, aber ich hoffe, dass ihr vielleicht trotzdem damit ein bisschen üben könnt. Ich habe auf der ersten Seite eine Übersicht über den sogenannten Brush Pen. Der Brush Pen ist ein Pinselstift und davon gibt es mittlerweile wahnsinnig viele zur Auswahl, eben weil Handlettering auch so populär geworden ist. Und ich habe hier einfach eine Übersicht erstellt über die, die ich am liebsten mag. Das ist natürlich subjektiv und habe ein bisschen was dazu geschrieben, was den so ausmacht. Genau, dann habe ich hier, dass man ungefähr sehen kann, wie groß es schreibt. Das ist jetzt nicht ganz, ganz getreu dem Real, aber so ungefähr die Verhältnisse auf jeden Fall. Und für diesen Guide würde ich euch einen von den kleineren empfehlen, weil hier nicht so viel Platz ist, dass ihr mit den größeren schreiben könnt. Vielleicht geht es auch mit dem Faber-Castell, mit den anderen wird es wahrscheinlich schwierig vom Platz her. Und den Pentelsign Pen Touch. In Faber Castell Pet Artist Pen Brush und Stabilo Pen 68 Brush. Die habe ich alle vor Ort in Geschäften gefunden. Also entweder im örtlichen Wassergeschäft oder in großen Drogeriemärkten findet man die. Bei den anderen, Tomba und Karin zum Beispiel, die habe ich bisher nur online gefunden. Online kann man Brush Pens zum Beispiel bei dem Frau Hölle Online Shop kaufen, bei Stifteliebe oder bei Schönschrift Shop heißt der, glaube ich. Da muss man sich so ein bisschen durchgucken, wo es welche Stifte gibt. Das ist einfach im Moment noch so, dass es nicht alle in Deutschland im Geschäft erhältlich gibt. Wahrscheinlich kommt auch immer mehr. Aber ja, und bei so großen Künstlerbedarfs-Online-Shops oder Geschäften, wie zum Beispiel Gerstecker oder Bösler gibt es, glaube ich, noch, da findet man so Brushpens auch. Genau, also auf der ersten Seite gibt es dann erstmal Aufwärmübungen, damit ihr den Brushpen kennenlernt. Ich zeige das einmal kurz. Wenn man mit dem Brushpen ganz leicht arbeitet, kann man dünne Linien erstellen. Wenn man ganz fest drauf drückt, entstehen dicke Linien.
Und damit kann man dann ein Schriftbild erzeugen, so wie hier zum Beispiel. Also auf der ersten Seite könnt ihr einfach ein bisschen mit dem Waschpen üben. Das ist am Anfang noch ziemlich schwer, bis man so ein Gefühl dafür hat. Und dann habe ich hier ein Alphabet aufgelistet mit Groß- und Kleinbuchstaben. Das ist jetzt kein offizielles Waschpen-Alphabet. Es gibt auch kein offizielles in der Art, sondern jeder hat so seine eigenen Buchstaben. Ich habe hier einfach mal welche aufgelistet, die ich benutze oder recht einfach finde. Und ihr könnt die jetzt erstmal üben, aber danach kann man natürlich auch im Internet, auf Pinterest, Instagram, wie auch immer, schauen, wie machen das andere Künstler, wie schreiben sie diesen Buchstaben, gefällt der mir vielleicht besser oder selber welche zu entwickeln. Da seid ihr dann natürlich total frei. Also ich habe zuerst den Buchstaben ganz normal geschrieben, dann einmal mit kleinen Zahlen dran, damit ihr wisst, wo ihr anfangen müsst und wie rum es geht. Dann einmal in Grau zum Nachfahren. Und danach könnt ihr ihn auch selber schreiben. Also ich benutze jetzt den Pentel Sign Touch. Der funktioniert von der Größe hier sehr gut. Dann könnt ihr so das ganze Alphabet durchgehen und findet dann am Ende auch noch ein paar Übungswörter, die ihr auch erstmal nachfahren könnt, dann selber schreiben könnt. Und hier könnt ihr auch selber frei euch Wörter ausdenken und schreiben, vielleicht euren Namen oder was euch gerade einfällt. Dann habe ich noch ein modernes Alphabet in den Workshop Guide mit reingepackt, weil ich es immer ganz schön finde, die beiden Schriftarten zu kombinieren. Und da braucht ihr einen ganz normalen Filzstift am besten oder einen Fineliner und könnt auch wieder erstmal die Grauen nachfahren und dann selber weiterschreiben. Das ist nicht so schwer wie das Waschpen-Alphabet. Es ist trotzdem anders als die normale Handschrift, wie ihr vielleicht erkennt. Wenn ich jetzt normal schreiben würde mit Großbuchstaben, dann würde das schon wieder anders aussehen. Dann habe ich euch noch eine. Ah, genau, da gibt es wieder ein paar Wörter zum Üben und auch wieder Platz, um selber zu üben. Dann habe ich euch noch eine Übersicht von den zwei Alphabeten mit reingepackt. Weil gerade wenn ihr vielleicht noch nie damit gearbeitet habt, für euch das total neu ist, ist es hilfreich, wenn ihr dann selber anfängt, Wörter oder Sprüche zu gestalten und ihr nicht mehr genau wisst, ah, wie schreibt man jetzt nochmal den Buchstaben oder wie kann man den Buchstaben schreiben. Dann könnt ihr hier einfach alle auf einen Blick sehen und müsst nicht immer ganz oft hin und her blättern. Das ist ganz hilfreich am Anfang, bis ihr selber so eure Buchstaben entwickelt habt oder die einfach auswendig abrufen könnt. Genau, dann habe ich noch eine Seite mit reingepackt, wo ich verschiedene kleine Sprüche oder Bibelverse gestaltet habe und beide Schriftarten kombiniert habe. Also ich arbeite meistens mit beiden, wenn ich so Sprüche erstelle. Und dann seht ihr mal, wie das ungefähr aussehen kann. Ihr könnt natürlich auch Sprüche mit nur einer Schriftart gestalten. Es gibt natürlich auch noch wahnsinnig viel Spielraum nach oben. Es gibt noch viel mehr Schriftarten, die es da im Bereich Handwriting gibt. Die könnt ihr alle wahrscheinlich im Internet finden oder einfach mal schauen auf Instagram, was andere Künstler benutzen. Da kann man ziemlich viel Inspiration holen und dann noch ganz, ganz andere Letterings gestalten. Aber für den Anfang ist es am einfachsten, wenn man mit den zwei Schriftarten arbeitet oder nur mit dem Bosch-Lettering, wenn man die normale Schriftart nicht benutzen möchte. Und dann habt ihr hier noch ein bisschen Platz, um euch selber mal auszuprobieren und selber ein bisschen zu üben. Und ganz am Schluss habe ich noch ein paar Tipps und Tricks aufgeschrieben. Ganz, ganz wichtig ist, je nachdem, welchen Washpen ihr benutzt, kann der leider bei zu rauem Papier sehr schnell ausfransen und dann kann man keine dünnen Linien mehr machen. Also es sieht nicht mehr so schön aus. Ich benutze in der Regel das DCP Clair Fontaine Papier. Das ist sehr glatt. Es ist ein bisschen dicker als normales Papier, also hat 120 Gramm. Und es ist auch nicht so teuer, weil Papier doch sehr teuer sein kann, je nachdem, was man sich da anschafft. Also jetzt, wenn ihr das jetzt erstmal benutzt, könnt ihr das auch auf normalem Papier machen. Aber wenn ihr jetzt regelmäßig Handlettering machen wollt, dann schafft euch auf jeden Fall glattes Papier an. Denn wie ich schon mehrmals gesagt habe, kann man sich natürlich im Internet super viel inspirieren lassen. Also ich bin meistens auf Pinterest oder Instagram unterwegs. Auch auf YouTube gibt es viele tolle Videos von professionellen Künstlern, wo man viel lernen kann. Und natürlich Bücher sind immer eine gute Möglichkeit.
Ich habe hier einfach mal drei aufgeschrieben auf Instagram, die ich richtig cool finde, wo ich wirklich oft so Inspiration hole. Dann noch ein kleiner Tipp, wenn man sich mal ein bisschen verschreibt und irgendwas nicht so schön aus, also wenn eine Linie vielleicht ein bisschen zittrig wird oder ja, man ein bisschen ausrutscht, wie auch immer, kann man Fehler leicht mit einem dünnen Fineliner oder auch einem weißen Gelstift ausbessern. Da gibt es zum Beispiel den hier, der ist sehr bekannt. Den kann man gut dafür benutzen. Also den benutze ich wirklich oft, wenn mal irgendwas nicht so schön aussieht. Dann kann ich da ein bisschen am Rand mitarbeiten, dass es wieder schöner aussieht. Dann kann man auch, wenn man möchte, dass die Schriftzüge wirklich gerade sind, kann man auch ein kariertes Blatt unter das normale Papier legen. Dann sieht man die Linien durch. Aber es geht natürlich nur, wenn dein normales Blatt nicht zu dick ist. Was ich auch immer mache, ist, dass ich meine Ideen mit Bleistift vorzeichne. Dann kann ich immer wieder radieren, bis es mir ganz gefällt, bis alles mittig ist, gerade ist. Und dann kann ich das nachfahren. Oder als Vorlage nehmen zum Abhausen. Und dann noch ein letzter Tipp ist, dass gerade am Anfang ist es wichtig, finde ich, dass man mit Washpen nicht zu schnell schreibt. Also ihr könnt nicht in dem gewohnten Tempo damit schreiben, wie ihr es normalerweise mit der Handschrift macht, sondern ihr müsst am Anfang sehr langsam arbeiten, dass ihr erstmal ein Gefühl dafür bekommt und auch immer gut schafft, dass ihr beim Aufstrich dünn bleibt und beim Abstrich dann dick bleibt. Wenn man das zu schnell macht, verpasst man so ein bisschen den Punkt und dann funktioniert das ganze System nicht mehr so gut. Also seid am Anfang ein bisschen geduldig. Es braucht einfach Zeit, damit zu schreiben und es braucht auch Zeit, bis man es ein bisschen geübt hat, bis man da reinkommt. Aber wenn man einmal davon angefixt wurde, dann kann man eigentlich nicht mehr damit aufhören. So geht es zumindest mir. Und ich habe deswegen auch noch mich ein bisschen damit beschäftigt, wie man eigentlich so Handlettering dann noch verzieren kann mit den sogenannten Schmuckelementen. Und habe dafür auch einen Workshop-Guide erstellt, den ihr runterladen könnt und den ich euch hier kurz zeigen möchte. Der ist allerdings relativ selbsterklärend, finde ich. Ihr könnt da einfach mit einem normalen Feinliner oder Filzstift arbeiten oder auch mit einem Bleistift, wenn ihr das möchtet. Dann habe ich da einfach verschiedene Kategorien reingenommen. Einmal kann man mit Linien arbeiten zum Unterstreichen von Überschriften oder Wörtern. Hier haben wir ein paar Beispiele, ein paar, die ihr fortführen könnt. Dann könnt ihr selber welche machen. Dann gibt es Girlanden, die sind immer schön für Geburtstagskarten, finde ich. Da könnt ihr euch auch ein bisschen austoben. Dann kann man Letterings auch immer sehr schön einrahmen. Da habe ich auch wieder ein paar Beispiele, ein paar könnt ihr nachfahren. Das ist bei mir jetzt so ein bisschen grünlich ausgedruckt, aber eigentlich ist es grau. Unser Drucker funktioniert noch nicht so gut. Hier könnt ihr euch wieder selber ein bisschen austoben, ein bisschen was ausprobieren. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel Wörter mit Pfeilen umrahmen kann, damit man dadurch den Fokus auf sie lenkt. Da gibt es auch super schöne Möglichkeiten. Man kann natürlich auch Wörter in Pfeile reinschreiben. Dann kann man auch damit arbeiten, dass man dekorative Elemente in die Ecken setzt. Das funktioniert natürlich besonders gut, wenn man einfach ein Papier hat und da die Ecken ausfüllen möchte. Habe ich wieder ein paar Ideen aufgezeichnet und ihr habt wieder Platz, selber ein bisschen was ausprobieren oder auch welche nachzumachen, wenn euch die gefallen. Dann eine richtig, richtig coole Möglichkeit sind auch Banner. Mache ich wirklich immer wieder sehr gerne. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man Banner zeichnen kann. Und da könnt ihr wieder welche nachfahren und dann auch wieder selber welche zeichnen. Man kann Banner auch verzieren. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man die Buchstaben, die man zeichnet, noch verzieren kann. Ich mag zum Beispiel ganz gerne, wenn man sie mit so Blümchen verziert. Oder man kann auch hier mit Schatten arbeiten. Ihr habt hier einfach ein Alphabet, ein paar habe ich schon selbst ausgefüllt, dass ihr so ein bisschen Inspiration bekommt. Die anderen könnt ihr dann alle selbst irgendwie verzieren und so ein paar Sachen ausprobieren. Genau, und wenn ihr dann die Grundlagen und die Schmuckelemente geübt habt, dann habt ihr schon eine richtig, richtig gute Grundlage, um wirklich selber schöne Sachen zu machen. Also ich hoffe, dass euch das wirklich hilft, dass ihr damit gut zurechtkommt. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir per Mail oder auf Instagram schreiben. Ich beantworte gerne alle Fragen, soweit es mir möglich ist. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß damit.